Hallo Freunde des Videos, willkommen auf meinem Kanal. Meine Frau Ortgut, kurz genannt Otti, und ich werden jetzt gemeinsam unsere Tour für euch etwas näher beschreiben. Hier ist das angekündigte Fazitvideo unserer Tour Südwesteuropa in 2023. Auch ein herzliches Willkommen von mir. Hallo. Ja, wir haben unsere Tour Südwesteuropa in 5 Blöcke aufgeteilt. Beginnen wir mit dem Block Deutschland-Frankreich. Der Tourstart in Görlitz war am 6. Mai und führte uns über 1800 Kilometer durch Frankreich. Colmar war die erste Etappe, dann ging es nach Lyon und von dort nach Avignon bei sehr schönem Wetter. Sijon war etwas windig und schließlich Carcassonne war leider ziemlich verregnet. Nach gut 800 Kilometer sind wir heil in Colmar angekommen. Vom Stellplatz waren es zu Fuß ca. 10 Minuten bis zur Altstadt. Trotz wechselhaften Wetters schlenderten wir durch die heimelige Altstadt mit ihren hübschen Fachwerkhäusern und den malerischen Kanälen. 2 Tage später ging es weiter nach Lyon. Mit dem Bus fuhren wir an der Rhone entlang in die Innenstadt, kehrten den riesigen Platz de Bellecour, um mit der Seilbahn zur Basilika Notre-Dame de Fourvière zu kommen. Enttäuschend war für uns der schlechte Zustand des Denkmals Ludwig XIV. Nach kurzem Fußweg gelangten wir zum antiken Amphitheater und Odeon, wo die Eleven des Tanztheaters probten. Nach weiteren 2 Tagen war es dann soweit. Wir sind in Avignon angekommen und sahen, ja, die Brücke von Avignon. Unser Campingplatz lag direkt gegenüber von Altstadt und Papstpalast auf der Ile de Barthelas. Wir erkundeten die Brücke und die Altstadt zu Fuß. Und später umrundeten wir die Altstadt mit unseren Mountainbikes. Wir hätten uns noch gern 1-2 Tage weiter in Avignon umgeschaut, aber wir fuhren weiter gen Süden. Südlich von Narbonne gibt es den Ort Sijon, bekannt durch die Lagunenlandschaft am Mittelmeer. Ein Ausflug nach Perignac-de-Mer überraschte uns mit einem Musik- und Weinfestival. Auf dem Rückweg beobachteten wir die Giraffen des Safari-Parks bei der Abendfütterung. Die nächste Etappe führte uns ins nur ca. 80 Kilometer entfernte Carcassonne. Bei regnerischem und windigem Wetter wanderten wir zur mittelalterlichen Cité hinauf. Eine beeindruckende Burganlage mit riesigen Türmen und dicken Mauern. Wer sie genauer erkunden will, sollte sich einen Tag Zeit nehmen. Lothar, was hat dir denn am besten gefallen in Frankreich? Also in Frankreich haben mir am besten gefallen Colmar. Schöne Stadt, wunderbar. Mhm. Und dann sind wir ja nach Lyon gefahren, von dort aus nach Avignon. Avignon hat mir wesentlich besser gefallen als Lyon. Ich würde sagen, von den französischen Städten, die wir gesehen haben, hat mir Avignon am besten gefallen. Da würde sich das noch mal lohnen, ein paar Tage länger Urlaub zu machen. Mhm. Am Fuße der Pyrenäen fuhren wir ca. 430 Kilometer nach Westen zum Golf von Biscaya, also zum Atlantik. Entlang der zerklüfteten nordspanischen Küste, die zum Baskenland gehört, hangelten wir uns über Santiago de Compostela zur malerischen Westküste der Iberischen Halbinsel. Am 10. Tag unserer Südwesteuropa-Tour verließen wir das verregnete Carcassonne und machten uns auf den Weg nach Hondarribia, eine wunderschöne Stadt am Atlantik, im Baskenland. Und dann ging es weiter. Nach 3 Tagen auf dem herrlichen Campingplatz Reisquibel in Hondarribia schlugen wir in Laredo auf, ein herrlicher Ort an der Atlantikküste. Statt Sonne und Wärme haben wir hier regnerisches Wetter und tiefhängende Wolken. Und diese Autobahnbrücke scheint hier das einzige Highlight zu sein.
Nachdem wir aus Cudillero geflohen waren, fuhren wir durch das wolkenverhangene kantabrische Gebirge nach Westen, nach Santiago de Compostela, der Hauptstadt der spanischen autonomen Gemeinschaft Galicien. Und dort kauften wir galizische Pizza, Tortilla Gallega de Atún. Lecker! Als nächstes steuerten wir den Campingplatz Paisaje an. Gleich in der Nähe lag die Brücke zur Isla de Arusa, die wir mit den Rädern erkundeten. Ein romantischer Sonnenuntergang bei einem Glas Rotwein war der krönende Abschluss. Was mir sehr gut gefallen hat, ist Laredo. Sehr naturnah, das war an diesem Park. Dort haben wir auch zum ersten Mal so richtig die Gezeiten auch erlebt, was ja in Hondarribia nicht so deutlich war, zu erkennen war. Und Villanova de Arosa, das war ein Campingplatz, erstmalig mit Pool. Ja, schön da. Ja, tolle Ecke. Nach Frankreich und Nordspanien ging es dann weiter nach Portugal, über Porto, Cascais, Lissabon, an die Algarve. In Porto blieben wir nur 2 Tage, obwohl wir uns für länger eingerichtet hatten. Aber das lag daran, dass der Campingplatz den morbiden Charme der 60er Jahre verströmt hat. Und das Wetter hat auch nicht so richtig mitgespielt. Der Abschluss unseres Aufenthalts in Porto war der Besuch des Naturschutzgebietes an der Mündung des Flusses Douro. Porto abgehakt. Wir fanden einen guten Stellplatz im Orbitur Guincho. Der gleichnamige Strand war nicht weit weg und bei Surfern offensichtlich sehr beliebt. Im Ort Cascais gibt es 2 kleine Stadtstrände und eine idyllische, verwinkelte Altstadt mit den landestypischen Boden- und Wandfliesen. Am letzten Tag in Cascais unternahmen wir eine Radtour entlang der Küste zur Festung São Paulo de Oitavoche. Endlich Lissabon. Ein lang gehegter Wunsch ging in Erfüllung. Ja, diese Stadt ist sehr quirlig, sehr lebendig, viel Verkehr. Es geht oftmals Treppe hoch, Treppe runter. Also wer die Stadt belaufen will, muss gut zu Fuß sein. Ansonsten empfehle ich, fahren Sie mit der Straßenbahn. Sie werden Spaß daran haben. Auf zur Südküste Portugals, zur Algarve. Aber als wir dann auf dem Campingplatz eintrafen, stellten wir doch fest, dass dieser nicht ganz unseren Wünschen entsprach. Wir blieben nur eine Nacht und fuhren dann weiter. Also Porto kann man vergessen, das war total verregnet, das haben wir ignoriert. Cascais war super, der Campingplatz sehr schön, auch sehr naturnah, nah am Strand. Und der Höhepunkt war natürlich Lissabon, also ja. Tolle Stadt. Ja, muss ich auch sagen, hat mir auch sehr gut gefallen. Also Cascais, die Stadt selbst, die ganze Küste, der Campingplatz war spitze. Top. 1A. Ja. Und wieder ging es über die Grenze nach Spanien. Von Chipiona aus machten wir einen Ausflug zum Weinfest in Sanlúcar de Barrameda. In Tarifa umrundeten wir die Südspitze Europas. Nach kurzem Abstecher nach Gibraltar fuhren wir an der Mittelmeerküste Spaniens über die Stationen Estepona und San Miguel bei Almería nach El Campello und Alicante. Während unseres 9-tägigen Aufenthalts besuchten wir Verwandte und erlebten die Festivitäten zum Johannistag. Unseren letzten Aufenthalt in Spanien verbrachten wir im 5-Sterne-Camping-Resort Playa Montrond. Auf dem Weg nach Chipiona umrundeten wir den Doñana-Nationalpark über Sevilla und Jerez de la Frontera in Richtung Sanlúcar de Barrameda und Chipiona. Zuerst landeten wir auf dem Stellplatz am Yachthafen und fuhren dann am nächsten Tag weiter zum Campingplatz La Siesta de la Gaviota. Auf unserer Mountainbike-Tour etwa 7 Kilometer nach Norden stießen wir in Sanlúcar de Barrameda auf das Weinfest Feria de Manzanilla. Kennzeichen: ohrenbetäubender Lärm. Tarifa überraschte uns mit schönem breitem Sandstrand bei strahlender Sonne und Wind. Sollten wir nochmal nach Gibraltar kommen, werden wir mit Sicherheit die Seilbahn nehmen, um den Affenfelsen zu erkunden. Wobei das in Tarifa auch eine wunderbare Sache war, ne? Was wir dort erlebt haben. Ja. Ja, also Tarifa hat uns wirklich überrascht, war sehr schön. Gibraltar haben wir quasi nur einen kleinen Ausflug gemacht. Ja. Das könnte man sich eigentlich auch länger anschauen, ja. Und auch mal den Affenfelsen da erklimmen sozusagen. Ja.
Cipiona war besonders unser Ausflug nach San Lucar de Barrameda mit dem Fest, mit dem Weinfest Feria de Manzanilla. So einen Krach und so einen Lärm haben wir selten erlebt. Ja, das muss man sagen. Also jeder deutsche Ohrenarzt hätte dort gesagt, jetzt mach mal hier, dreh mal zurück hier. Von Cipiona nach Estepona sind es zwar nur 220 Kilometer, aber wegen der vielen Aufenthalte zwischendurch, Tarifa zum Beispiel, Gibraltar, brauchten wir schon den ganzen Tag. In San Miguel am Rande des Plastikgewächshausmeeres bei Almeria fanden wir einen gut ausgestatteten Platz mit Pool, Minishop und Restaurant. Ein Radausflug an der Küste führte uns mit Badestopp nach San Miguel, um dort einen Cortado zu trinken. Wie war es denn so am Wasser? Ja, war schön, aber ich wäre nicht weiter reingegangen, weil es war doch ganz schöne Brandung. Ja. In den ersten Tagen in El Campello erkundeten wir den weitläufigen Strand. Am Sonntag, 18. Juni, kurften wir mit unserem Wohnmobil die Serpentinen nach Algués hinauf, um Lothars Schwester und Nichte samt Familie auf ihrem Pferdehof zu besuchen. Wegen großer Hitze tagsüber frönten wir erst in den Abendstunden dem Bade- und Strandleben. Wir folgten der Einladung, in Algués zur Sommersonnenwende das Freudenfeuer, das Verbrennen der Foguera, mitzuerleben. Die Kinder und Eltern haben auf dem Schulhof eine Foguera aufgebaut, die unter Gejohle und Musik unter der Kontrolle der Feuerwehr verbrannt wurde. Tags darauf erlebten wir in Alicante ein sehr viel größeres Spektakel. Nach 9 Tagen in El Campello, Alicante und Algués hieß es dann Abschied nehmen von Doris, Tina, Adi und dem Hund Chico. Nach etwa 420 Kilometer landeten wir auf dem 5-Sterne-Campingplatz Montreuch. Ja, es war eine tolle Anlage, direkt am Meer gelegen. Der einzige Nachteil unserer Parzelle war etwas zu klein. Ja, ein Höhepunkt unserer Reise war der Besuch meiner Verwandten in Algués, das liegt bei Alicante, etwas in den Bergen oben. Ja, ein Abenteuer war natürlich auch dann in die Berge reinzufahren, nach Algués, auf den Pferdehof, viele Serpentinen. Es war ein bisschen ungewöhnlich, dann auch mit dem großen Wohnmobil zu fahren. Ja, und die großen Feste dort, die Freudenfeste aus Anlass des heiligen Johannes. Und der Sonnenwende. Und der Sonnenwende und so weiter, das war beeindruckend. Ja. Ja, das Ende der Tour rückte doch schon etwas näher, nachdem wir über 5000 Kilometer runter hatten. Mit dem Passieren der Grenze von Spanien nach Südfrankreich steht uns unser letzter Aufenthalt auf einem Campingplatz südlich von Montpellier bevor. Und dann geht's weiter in Richtung Lyon, Mâcon, zurück in die Heimat nach Deutschland, Freiburg im Breisgau. Der Campingplatz Les Roquilles ist gut 10 Minuten mit dem Bus vom Hafen Palavas-les-Flots entfernt und liegt zwischen den Stränden des Mittelmeers und den aufgelassenen Salinen landeinwärts. Der Ort verströmt ein wenig den Charme von Venedig. Und da sind wir doch schon nach Frankreich rüber, ne? Ja, nach Palavas-les-Flots, südlich von Montpellier. Eigentlich auch sehr schön, der Campingplatz, naja. Und langsam hatten wir doch wieder Sehnsucht nach zu Hause. Durch Lyon fuhren wir am Ufer der Saône entlang Richtung Norden nach Mâcon, wo wir nur eine Nacht blieben. Die letzte Etappe unserer Südwesteuropa-Tour führte uns am 3. Juli nach Freiburg im Breisgau. Am Nachmittag schauten wir uns die Innenstadt an und gönnten uns dann ein schönes Abendessen im Hackl. Und dann war unsere Tour quasi schon fast zu Ende. Also ja. Wir rechnen das mit Freiburg, dass die Tour beendet ist. Nach über 6000 Kilometern. 6700. 6700. Man kann hier noch am Rande erwähnen, dass wir von dort aus, von Freiburg im Breisgau, noch über Goslar und Schwerin an die Ostsee gefahren sind.
bevor wir zurück nach Görlitz gefahren sind. Genau. Nach Hause. Da kamen auch noch mal ungefähr 1400 Kilometer dazu, sodass wir in Summe ungefähr 8100 Kilometer gefahren sind. Mit Abstecher an die Ostsee und wieder zurück nach Görlitz. Jo.